Ahu, liebe Schildmeiden Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Under a New Sun mit eurem Rick Viking Sonne mit der Valkyria. So langsam geht die Sonne auf. Hier sieht man schon, ich weiß nicht, was ist, ob es der Mond ist, ob es die Erde ist, ob es der Mars ist, ob es die Saturn ist. Ich weiß es nicht, irgendein Planet wandert hier die ganze Zeit um mich rum. Es geht jetzt langsam so langsam die Sonne auf. Mein Floß ist da drüben, keine Angst, und ich sitze hier seit 2 Stunden gefühlt in der Zeit auf diesem kleinen Eiland. Hat einen kleinen Grund. Ich bin, werdet ihr mich gleich hören, ich bin da drüben angekommen, habe Schweinegeräusche gehört und es war sackdunkel, Leute. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Das muss man halt auch mal gesehen haben, ne? Ich würde sagen, wir nehmen unseren Pfeil in die Hand. Ich habe mir ein paar Pfeile gecraftet, das heißt, ich habe hier ein paar Stöcke gefunden. Wir sind absolut, was das angeht, dehydrated. Wir müssen jetzt richtig Gas geben. Wir gehen jetzt erstmal darüber und ich hoffe halt einfach, dass das Schwein uns nicht angreift. Das ist die Insel, von der wir gekommen sind. Das ist die da drüben. Und die Insel, wo wir wohnen, ist diese hier. Ich weiß nicht, was wir hier finden. Ich hoffe auf jeden Fall erstmal Kokosnüsse. Und ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwo ein blöder Hai kommt oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich sag's euch ganz ehrlich. Auf jeden Fall, da läuft ein Schwein. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach nur von dem Floß runtergesprungen und bin schwimmen gegangen. Da läuft das Schwein. Also, wir haben den ersten schweinischen Kontakt, würde ich mal sagen. Jetzt weiß ich nicht, wenn das uns angreift, müssen wir uns verteidigen. Wenn es sich jetzt erstmal vermeiden lässt, dass wir in den Kampf gehen müssen mit dem Schwein, würde ich mir jetzt erstmal gerne Kokosnüsse holen. Aber es geht nicht so, als ob es uns angreift, oder? Schlange? Oh, wow. Ich sehe sie überhaupt nicht. Ich würde gerne Kokosnuss finden, weil wir müssen jetzt erstmal trinken. Ja, ja, quietschst du nur rum? Ich will eigentlich nur Kokosnuss. Schwein. Du kannst machen, was du möchtest. Scheiße. Da ist eine. Sehr gut. Valky, das muss auf jeden Fall so weiterlaufen. Boah, wir haben Gott sei Dank das erste Mal was zu trinken. Yeah. Das hilft natürlich gar nicht, ne? Wenn wir jetzt gucken, das ist nur ein Müh, was wir brauchen an Flüssigkeit. Ich habe so das Gefühl, das Schwein lässt uns wirklich erstmal in Ruhe. Mir macht halt die Schlange auf jeden Fall Panik. Das ist ein Stein, ne? Ist hier? Ich will kurz mal gucken, ob das neues Material ist, was wir brauchen. Ja, ach, das sind die kleinen Dinger hier. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Äste werde ich mir jetzt auf jeden Fall mitnehmen, weil ich werde mir dann jedes Mal, wenn ich einen Ast habe, einen Pfeil craften. Denn ich denke, das Schwein müssen wir früher oder später sowieso angreifen. Und ich weiß halt nicht, was das aushält. Haben wir hier eine Banane dran? Eine. Das ist besser als keine, ne? Bringt halt leider auch nur Nahrung. Oh, Leute. Die Insel ist natürlich richtig geil, ne? Wenn das jetzt wirklich nur das eine Schwein ist, kann man auch sagen, hey, wir bauen uns hier neu auf. Da ist er. Mach die bitte weg gleich. Lieber wegmachen. Mikey, du weißt, das kann böse enden. Wir haben da so eine Erfahrung in Green Hell gemacht mit Schlangen und so weiter. Da gab es auch noch andere Tiere, aber ich weiß ja nicht, was es hier noch gibt. Ich würde jetzt gucken. Wertetechnisch, ja. Wir haben halt echt ein Problem. Komme ich da nicht hoch? Doch. Wenn ich jetzt hier oben stehe und auf das Schwein gehe. Boah, ist schwierig, ne? Hier haben wir nochmal Leben. Schlange. Die sitzt hier. Okay, pass auf, wir probieren was. Es greift wirklich an. Oh, die Schlange greift das Schwein hier an. Das ist natürlich ungünstig. Oder hat das Angst? Halt du mal die Klappe, bitte. Hat das Schwein jetzt Angst vor uns gehabt? Oder wollte es angreifen? Wo ist denn das? Oh, Valky, das ist ungünstig. Okay, pass auf, wir probieren's. Ich treff's auf jeden Fall.
Leute, fünf Pfeile, ne? Von den normalen Eisenpfeilen hier. Ja, von den normalen Dingens. Aber hey, wir haben unser Schwein. Boah, sehr gut. Wichtig. Leder. Okay, wir müssen es öfters ausnehmen. Fleisch. Ja, Gott sei Dank hat das Messer ist jetzt down, ne? Was hat denn das Messer gekostet? Ja, wir brauchen ein Seil, das können wir uns. Den Stein, den haben wir. Zack. Das Seil können wir uns auch herstellen. Ohne Probleme. Nee, nee, nee. Boah, ach, scheiße. Da ist es. So, machen wir die Grappe weg. Und wir bauen unser Messer wieder. Sehr gut. Wo die Grappe jetzt hin ist, weiß ich nicht. Da liegt sie. So. Rüber, rüber, rüber. Das ist voll. Gib mir mal die. Dann machen wir die darüber. Fleisch haben wir. Ich will das nur kurz mal ein bisschen anständig haben. So, wir werden die Schaufel noch brauchen. Wir bauen uns definitiv noch mal ein paar Pfeile. Oh, 10 kannst du immer auf Stack nehmen. Das ist okay. Wir nehmen die Schaufel mit. Denn ich habe hier noch Lehm gefunden. Ich weiß nicht inwieweit, aber es wäre doch gar nicht mal so ungünstig zu sagen, hey, was sind die? Was ist das? Es wäre doch jetzt gar nicht so ungünstig zu sagen, hey, man kampiert hier, oder? Wir gucken uns auf jeden Fall die Insel an. Wenn wir schon eine neue Insel entdeckt haben. Stein. Oh, was war denn das? Okay, das solltest du nicht machen. So, 8. Dann könnte ich mir die Schaufel wieder wegziehen. Da rein tun. Ah, ich muss mich kurz mal daran ein bisschen gewöhnen hier. So, komm, wir gehen mal los. Wir gehen noch mal ein bisschen. Wir gehen. Ja, hier. Ja, komm, lass uns schwimmen. Ich nehme aber auf jeden Fall den Bogen in die Hand. Wer weiß, was uns hier erwartet. Hier haben wir so einen kleinen Höhlenkomplex. Ich dachte, man kann auf den Stein klettern, aber anscheinend nicht. Okay, dann kommen wir wieder an den Strand. Es sind halt alles so kleine Inseln, ne? Ich denke mal, wir werden nicht viel große Inseln kriegen. Aber wenn die Inseln uns im Endeffekt Material bringt, was unsere Insel zurzeit gerade nicht hat, dann würde ich doch schon gerne hier bleiben und vielleicht sagen, dass wir uns hier auch. Was ist das? Aufstellen. Da ist eine Drohne, Leute. Oh, wow. Ja, das sieht aber nicht so aus, als ob wir die jetzt wegkriegen hier. Doch, wir haben sie. Oh, wir haben die Drohne. Die hat uns einmal getroffen. Oh, die hat uns aber auch die halbe Le halb halbes Leben abgezogen. Können wir die abbauen hier? Gucken, ob die uns Material bringt, oder? Ja, irgendwas passiert auf jeden Fall, wenn ich drauf rum. Ja, guck mal. Alter, da können wir uns die andere auch. Was ist denn das Kabel? Oh, okay, gut. Ja, Leute, wir brauchen jetzt aber auch irgendwas zu trinken, ne? Scheiß die Wand an. Ey, jetzt haben wir richtig. Ja. Seeigel. Also doch.
Der Igel gibt uns auch Damage. Das ist natürlich uncool. Wir haben auch keine Kokosnuss hier, ne? Wassersammler brauchen wir jetzt gar nicht erst zu machen. Aber wir müssen zurück auf unsere Insel. Und ich weiß halt auch gerade nicht, wie der Wind steht jetzt wieder vor uns. Denk dran, hier hat es einige Seeigel. Wie sehen die Werte aus? Ja, du musst trinken. Halbe Leben. Da ist eine Kokosnuss. Sehr gut, Valky. Also das kann sie ja. Ist das Stein hier? Oder ist das dann vielleicht doch Eisen? Also wenn das jetzt Eisen ist, bleibt man hier auf der Insel. Ah, ich glaube, das ist Stein, oder? Das ist einfach nur ein größerer Stein, glaube ich. Ja, schade. Schade, ey. So, jetzt mal kurz gucken, ob wir vielleicht irgendwo... Da ist nochmal eine Kokosnuss. Dann machen wir den Nahrungshaushalt hoch. Denn wir werden jetzt definitiv zusammen rüber müssen. Das ist unsere Insel. Wir könnten jetzt versuchen, darüber noch zu kommen. Auf der Insel zu gucken, was gibt's da. Das könnten wir jetzt noch machen. Wie sieht der Haushalt aus? Ist okay. Wie sieht es eigentlich verbandtechnisch aus? Bandage, da brauchen wir Stoff. Ja, wir sind jetzt erstmal losgelaufen, das ist okay. Aber wir sollten halt auch wirklich aufpassen, dass wir so eine Aktion nicht zu oft machen. Vor allem die Drohne, da hast du gesehen. Einmal hat die uns nur getroffen, da haben wir eigentlich mehr Glück gehabt. Ich würde jetzt gucken, dass wir jetzt hier... schon mal... so ein bisschen nach draußen bewegen. Wie kommt denn der Wind gerade? Gerade hat es gar keinen, wa? Ja doch, aber in die Richtung, in die wir eigentlich wollen. Wir wollen ja jetzt kurz hier rüber, ne? So. Das da drüben ist auf jeden Fall unsere Insel, die da jetzt so durchschimmert. Da sind wir. Auf der Insel da drüben waren wir. Oder wir waren auf der Insel. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben gerade keine. Ah, der Wind ist. Wir haben Gegenwind. Der ist natürlich ungünstig. Ja, wir müssen halt auf die Insel da. Oh, wow. Ich weiß halt nicht, was es für Tiere gibt. Wenn es wirklich Haie gibt, und ich denke mal, es wird Haie geben, dann ist es ungünstig zu sagen, hey... Warte mal. Wir gehen jetzt, wir schwimmen jetzt das ganze Ding. Ja, wir haben kompletten Gegenwind, ne? Es ist eigentlich total blödsinnig, jetzt hier loszulegen. Ja, die Windanimation ist absolut grottig. Ich meine, ich könnte das Segel immer Richtung Wind drehen. Und wenigstens so ein bisschen Gas geben. Aber ich kann halt das Ding nicht ganz drehen. Ja, aber es geht doch... Ja, es sieht relativ zügig aus. Ich könnte probieren zu schwimmen. Ich guck mal kurz rein. Da ist irgendwas Großes. Wo ist... Oh, Alter. Das darfst du da echt nicht nochmal machen. Boah, ich komme schon noch dran, oder? Aber gerade so, hey. Gott sei Dank haben wir wieder mal Gegenwind. Ja, aber es wäre direkt auf unsere Insel geschwommen. Ich weiß gar nicht, was mich so abgetrieben hat gerade. Das ist schon ein klammes Gefühl. So, was haben wir denn hier gekriegt? Das brauchen wir doch bestimmt auch für irgendwas dann, für das Hoherwertige, oder? Schmiede, guck mal. Was ist das hier? Kohle. Also wir haben auf jeden Fall Leben.
Vielleicht müssen wir auch Steine reinmachen, weißt du? Es gibt ja auch Spiele, wo du Steine reinmachst. Gerbertisch ist alles da. Wir können auf jeden Fall da schon mal Gas geben jetzt. Weil wir werden jetzt die Insel noch erkunden da drüben. Ich überlege gerade wirklich, ob ich sage, hey, pass auf, ich schwimme das jetzt rüber und lass das Floß ankommen. Da drüben sieht so aus wie so ein aufgeschollenes Schiff. Und da drüben, das ist ja unsere Insel. Ich sage, ich schwimme das jetzt kurz. Wie sieht denn hier technisch aus bei uns? Das Floß wird direkt auf unsere, auf die Insel stoßen. Los, komm. Könnte natürlich auch ein Himmelfahrtskommando jetzt sein, was wir hier machen. Gut, alle mal die Daumen drücken, dass jetzt kein Hai kommt oder Rochen oder sonstiges. Ich glaube, sonst machen wir einen Arsch hoch. Das ist, weil man halt auch nicht abwarten kann, ne? Man ist dann halt auch viel zu gierig. Das könnte aber was werden. Ich hoffe halt, unser Floß ist direkt hinter uns. Walki heißt jetzt Kamikaze. Läuft irgendwas rum. Da ist die nächste Drohne. Scheiße. Ja, die müssen wir wegmachen. Pfeile haben wir. Unser Floß kommt auch, alles gut. Okay, Freunde. Puh. Was haben wir hier? Das was zum Looten? Nee. So, da kommt unser Floß. Da haben wir das Dröhnchen. Was haben wir jetzt hier? Alter. Du hast Durst. Aufbrechen. Vielleicht haben wir Glück, hier ist Wasser drin. Ja, was zu essen. Oh, Alter, aber das Knistern ist nicht geil, oder? Wir haben halt richtig extrem Durst, ey. Das ist Wahnsinn. Was wir für Durstprobleme haben. Oh, denk an die Drohne. Ich hoffe, das Floß kommt. Komme ich da drauf? Ja, ne? Da ist die Drohne. Oh, krass, hier ist einer. Oh, Alter. Was haben wir denn gekriegt? Rostiger Metallspeer. Ja, dann schmeißen wir aber unseren Speer weg. Ja, wir haben gar keinen dran. Medizin. Das ist ein Roboter, oder? Schmeiß mal, ess das mal bitte. Das hast du dir verdient. Ich, maybe hier haben wir jetzt Schmerzmittel. Dann müsste es uns da, wertetechnisch geht es nach oben. Sehr, sehr cool. Können wir den abbauen? Das ist ja ein Roboter, oder? Nee, geht nicht. Das kannst du nicht öffnen. Da hinten haben wir Seile. Wasser, sehr, sehr nice. Gleich trinken. Das ist Loot, was wir gefunden haben. Da können wir ruhig auch mal mit haushalten. Hier haben wir eventuell das Glück, dass wir das mit dem Eisenspeer aufkriegen. Ich würde es ja fühlen. Nee, guck mal. Ja, da brauchen wir dann die Eisenaxt. Das Floß kommt nicht, kann das sein? Ja gut, dann soll es da stehen bleiben. Oh Gott. Wenn ich das Ding nicht angreife, passiert, macht es doch nichts, oder? Denk dran, hier sind auch noch Schlangen, ne? Kokosnuss. Ja, von irgendwas müssen wir uns trennen. Dann würde ich eher sagen, die, weil da haben wir genug zu Hause. Weil die würde ich schon gerne mitnehmen. Komm, ess die. Ich kann das jetzt nicht hier liegen lassen. Das haben wir gelootet wie die Sau. Das funktioniert nicht. Kartoffelchips. Müssen wir mitnehmen. Ich change das jetzt wiederum. Ja,
Ja, das mit der Drohne ist jetzt maybe sehr ungünstig. Wir haben noch Lehm, aber Lehm kann ich nicht aufheben. Was ich halt bräuchte, wäre Eisen. Jetzt muss ich halt darüber schwimmen, ne? Also gefühlt kommt das ja gar nicht an hier. Und da drüben ist unsere Insel. Wie sehen wir denn wertetechnisch aus? Ist okay, wir gehen aufs Boot zurück. Und dann geht's rüber auf die Insel. Dann werden wir uns erstmal auf der Insel das alles zusammenbauen, was wir brauchen. Den Ofen und so weiter und so weiter. Dass wir da schon mal rankommen. Und dann müssen wir gucken, wo wir Eisen herkriegen. Das weiß ich halt jetzt gerade gar nicht. Müssen wir mal schauen. Aber dann schwimme ich jetzt im Dunkeln darüber. Das Problem ist, ich kann auch nur speichern, wenn ich an meinem Spot bin, ne? Es ist halt krass. So, also das Floß fährt anscheinend nicht weiter, wenn wir nicht drauf sitzen. Das ist natürlich ungünstig. Ja, gut, dann geht's jetzt für uns Richtung Insel, Heimatinsel. Das ist die hier drüben. So. Es ist alles justiert. So. Wir gucken noch mal, wo ist denn mein Steuer? Ach so, ich habe es in der Hand. Ja, dann, let's go. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Wir haben wieder guten Loot gekriegt. Die erste Drohne besiegt, das erste Schwein geholt. Ich hoffe, das Fleisch hält, solange bis wir daheim sind. Kartoffelchips. Uns geht's eigentlich, wenn wir sagen, wertetechnisch gucken wir drauf, geht's uns gut. Es ist alles in Ordnung. Sehr, sehr geil. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.